Ja, und wieder ein neues Video. Heute zeige ich euch, wie man die EOS 70D aus dem Hause Canon mit einer neuen Firmware bestückt. Diese Kamera, mit der verbindet mich einiges, denn es war meine erste DSLR. Und ja, auch heute benutze ich sie zwischendurch noch, auch wenn sie doch mehr oder weniger die meiste Zeit doch noch im Regal steht. Viel Spaß beim Video! Als erstes stellen wir fest, welche Firmware überhaupt auf der Kamera ist. Dazu schalten wir diese ein, gehen auf Menü und scrollen dann durch bis zum Setup-Menü 4. Und dort steht jetzt ganz unten, dass wir Version 1.1.1 haben. Auf der Canon-Webseite gehen wir dann auf Consumer, Support, Downloads und Hilfe auf die Firmware, tippen dort in unserem Fall die Canon 70D ein, klicken einmal drauf und schon lädt uns die Webseite unsere Firmware-Möglichkeiten. Wir sind hier auf einem Mac, deswegen laden wir unten die Version 1.1.3 für macOS runter, drücken auf Herunterladen, bestätigen. Dann sehen wir im Safari oben den Download-Fortschritt, warten kurz, bis komplett heruntergeladen ist und gehen dann wieder auf den Desktop. Unsere Speicherkarte haben wir bereits eingesteckt. Und wir gehen dann in die Downloads, wo die Datei ist, die DMG-Datei. Diese öffnen wir und finden dort wieder die FIR-Datei, die ist ja die Firmware-Datei. Diese allein überspielen wir dann auf unsere Speicherkarte. Wer möchte, kann in dem Ordner für die Updates noch nachlesen, was genau beinhaltet das Update, wie funktioniert es. Aber das erkläre ich euch ja hier. Wir werfen die Laufwerke wieder aus und entfernen die Speicherkarte. Dann sind wir wieder zurück auf unserer Kamera, öffnen an der Seite den Slot für die SD-Karte, stecken diese ein, schließen wieder, schalten die Kamera ein, kontrollieren, ob der Akku auch voll genug ist. In unserem Fall ist er voll genug. Gehen wieder in das Setup-Menü 4, auf die Firmware, bestätigen mit OK, bestätigen erneut mit OK, dass wir updaten wollen. Dann warten wir kurz, bis fertig geladen ist. Er zeigt uns nochmal die Datei an. Hier bestätigen wir. Dann fragt er nochmal, sind Sie sicher, dass Sie updaten wollen? Und ja, auch hier habe ich wieder vorgespult, da das Ganze sonst 5 Minuten 10 dauern würde. Und schon sind wir auch mit dem Update fertig. So, die neue Firmware ist drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert das Ganze irgendwo. Ihr kennt euch da sehr gut aus, denke ich. Ja, und wenn ihr genau wissen wollt, was das Update bzw. die neue Firmware jetzt bewirkt hat, dann lest doch mal unten in den Captions. Das ist auf jeden Fall da. Da habe ich euch das Ganze etwas zusammengefasst. Bis bald!